Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelz 2 auf Pelzig. So, und wir sind direkt vor der Big Daddy, vom Big Daddy gelandet. Das war natürlich saumäßig praktisch. Am Ende der letzten Episode hat sich hier der Big Daddy noch gezeigt. Mit Some Little Sister. Das ist natürlich unglaublich praktisch. Weg und wo sind weg? Perfekt. Wer ist netter als andere Daddys? Das bin ich. So, dann kommen wir mit. Melzers Wahl, das haben wir jetzt aber leider nicht mehr gekriegt. Mal gucken, ob ich das noch hier. Ob ich das hier irgendwo noch finde. Hier auf jeden Fall nicht. Nee, hier auch nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir mal hier weiter. Und gucken doch, dass wir hier nochmal irgendwo Adam kriegen. Für die Clay. So. Aber irgendwo ist auch wieder ein Daddy hier, der ordentlich kreischt. Oh, da ist er. Aber den lasse ich in Frieden. Ich hab mit dem nichts am Hut. Und der soll ruhig machen, was er will. Dreht er sich jetzt nicht um, um den anderen zu attackieren? Na gut. So. Idiot. Gibt's hier irgendwas für uns? Nix? Nee. Okay, den lasse ich wie gesagt in Friede. Ich habe mit dem nichts zu tun. Und will ihm nichts machen. So. Ich leck mich nicht einfach so mit Big Daddies an, wenn ich nicht muss. Wenn ich jetzt eine Little Sister dra will, um die bei mir mitzunehmen, ist in Ordnung. Aber einfach so sich mit Big Daddies anlege, muss nicht sein. Muss ich nicht haben. So. Genau. Dort kümmern wir uns. Und da ist die nächste Blume auch schon. Huch. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Oh je. Hübsche Haare. Oh ja. 3 von 4. Da ist die Verwandlung vorgenommen, warum es aussieht. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Da ist noch einer. So. So. Der sieht durchaus gleich Sternchen und Vögelchen. Der du ab. Also die Munition ist echt der Hammer hier für die Schrotflinte. Aber. So, das machen wir noch so. So, blöder Houdini ist fleißer. Fertig? Du bist es! Jawohl. Sind wir jetzt wieder zusammen, Daddy? Natürlich. So. Gut, dann wär's das. Ah, das ist schon übel. Gatherer Candidate. Protector Candidate. Da haben sie die Little Sister hier, da haben sie Eleanor hier und da haben sie Delta hier geschmissen. Der Johnny. Oh Mann. Er tut mir echt leid. Das sind. Schon sehr tragische Geschichte, was Little Sisters und Big Daddies angeht, wie ich finde. So, vorsichtig. Ich habe hier versprochen, dass ich mich eher am Riemen reißen will und eher nicht mehr so verpeilt durch die Gegend rennen will.
Noch einmal. Ich glaube, ich tue mir generell ein bisschen schwer, wenn es langsamer ist. Das scheint es bei mir offensichtlich nicht zu verbessern. So, das hören wir uns jetzt auch nochmal an. Mutter hat Dr. Alexander zugrunde gerichtet. Sie wollte ihn zu einem lebenden Heiligen hochspleißen, der die Bedürfnisse der Allgemeinheit kennen und unermüdlich für sie eintreten sollte. Aber jetzt ist etwas Unaussprechliches aus ihm geworden. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. Ja, kann ich nur vollziehen. Es klingt alles nicht gerade sehr gesund. Moment aber mal. Da habe ich... So, Halligosch. Du habe ich noch was gesehen. Ja, genau. Du würde ich eigentlich ganz gern rein. Das ist so Power to the People Station wieder. So. Ich hoffe, der Big Daddy lässt mich in Ruhe. Ich will nämlich nichts von ihm. Ach ja, genau. Du. Du müsste ich dann noch durch. Das müsste aber noch kommen, denke ich. Okay, da gibt's anscheinend noch weitere Leichen, nicht hier. Na gut. So. Dann muss ich da entlang. Da kann ich auch noch rum. Und da komme ich wahrscheinlich später raus. Okay, das ist der Big Daddy. Und da muss ich dann runter. Arrestzellen für Testsubjekte. Na klasse. Ich weiß, wer du bist und ich weiß, dass du da drin bist. Du machst mir keine Angst. Ihr könnt mich auch durchlassen. Ja, sehr schön. Wie abartig war dann diese Alpha-Serie? Jetzt mal ohne Scheiß, wie viele von denen gibt's dann? Muss ja ein ganzer Haufen von denen Alpha-Babys doch ever haben. Und die sind ja auch nichts anderes als die Vorstufe für Bouncer, Rosie und Rumbler. Und natürlich Big Sister. Dafür waren die Alpha-Serie offensichtlich wirklich die Vorreiter. Was haben wir hier? Nichts wirklich Tolles. Nee, definitiv nichts Tolles. Hier ist alles, was noch schön war, weg. So, blödes Ding. So. Hier ist echt alles, was noch schön war, weg. Alter Falter. Und wo kam ich? Da ist die Pflanze. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Warum hat er jetzt eine andere Stimme? Das habe ich mir schon beim letzten Mal gedacht, als er mit meinem Sport hat. Der wechselt immer mal wieder ab von seiner Stimme her. Mal spricht er wie der Smithers bzw. Quagmire. Und dann hat er mal die komisch Müllämmer-Stimme hier. So. Meine Fresse. Armer Gilbert. Es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren, wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Das kann ich nur vollziehen, definitiv. So,
finde es trotzdem etwas doof, dass ich hier in den Raum rein kann. Ich persönlich würde nämlich sehr gern reingehen. Da scheinen nämlich ein paar tolle Sachen drin zu sein. Kann ich hier durch, oder? Ah, da kann ich doch bestimmt hochschießen oder so. Oder eventuell so ein Heckpfeil drauf. Ja, tatsächlich. Perfekt. Sicherheitstür ist offen. Sehr schön, weil ich will nämlich auf jeden Fall an dieses Power to the People Ding dran. Da ist nicht mehr so viel drin, dann lieber das und mit der schweren Niete. Ja, super. So muss das sein und nicht anders. So, dann kann ich jetzt nämlich hier rein. Jetzt nochmal eine Eve-Spritze für mich. Also Zeug. Ah, sehr schön. Big Sister. Wir haben unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector-Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Hm. So sieht's also aus. Also die Quintessenz, die ich da rausgehört habe, ist Big Sister sind gleich ehemalige Little Sister. Und dann brauchst du neue Little Sisters und dann nimmst du da welche von der Erdoberfläche. Und das ist das, was Lam schon gemacht hat. An der Küste Kinderentführer und so Little Sisters Macher. So, dann mache ich hier nochmal Tesla Upgrade für Schrotflinte. Kinetische Energie, die beim Schießen entsteht, lädt mehrere Dynamos auf, die zufällig einen Elektroschock generieren. Das ist nicht geil. Altes Spielzeug, neues Spielzeug. Genau. Perfekt. Jetzt habe ich mal ein schönes altes neues Spielzeug. So. Moment. Ah ja, das ist schon noch geladen. Sehr schön. Oh. Da kann ich schon viel mit erreichen. Sehr gut. So. Dann. Willkommen im Zirkus der Bären. Auf jeden Fall noch mehr Hole. Von denen kann man auch nie genug haben, ewig so wie Dodefu. Und dann haben wir auf jeden Fall wieder was. An Munition. Da können wir den Typ jetzt hier nämlich noch auslocken. Behältersystem für die tiefste Lebensformen online. Und? An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Das ist ja viel Herz. Wie viele offensichtliche Testpersonen von der Alpha-Serie, dass es Game of Thrones unzureichend oder ähnliches erachtet hat und dann hier gelandet sind. So. Wo ist dann Mr. Alex, Dr. Alexander? Er ist ein Doktor. So viel Höflichkeit muss sein. Das ist nur ein Stück. Und über mir war irgendeine Hand. Also das ist die Little Sister nur. Das ist ja nicht weiter gut. So. Elende Mistkerle. Und drauf.
sehr schön. Offensichtlich wollen die, dass ich mehr eine Bohre einsetze. So, warte mal. Okay. So, jetzt haben wir es hier. Okay, war's das mit der Arena? Du willst mich überlisten mit dieser Bestechungsaktion? Diesem Almosen? Diesem. Ja, ich will dich mit Almosen bestechen. Das komm raus, damit ich dich umbringen kann, du Idiot. Okay, von dem noch. Ich verfluche dich, Delta. Ja, da kommst schon raus. Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Das finde ich fair. So, das machen wir doch. Okay, jetzt muss ich zu ihm. Okay, wo ist er dann? Ah, da. Da ist zumindest irgendwas. Das ist ein Prober. Ja. Köstlich. Du hast den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Sehr schön. Öffne den versteckten Aufzug. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Gut, dem erfülle ich sein Bitte. Erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Okay. Leben Sie wohl, mein Freund. Und meinen aufrichtigen Dank. Gern geschehe. Dann Ruhe in Frieden, mein Lieber. Du musst mich nicht haben, Delta. Bitte. Ich gehe auch hier raus. Ich werde draußen leben. So. Entschuldigung. Beziehungsweise gern geschehe. So wie du es gewollt hast. Ist wirklich ein recenter Tod, aber er wollte es unbedingt. Deswegen, er hat das Ganze initiiert, damit es einen Grund hat. Und ja, ich fand es einfach nur fair. Siehst du? Adam, ganz in der Nähe. Ich bin dann doch eher jemand, der so einen letzten Wille von Leuten respektiert, muss ich sagen. Ich fände es eher schlimm, sowas nicht zu respektieren und sich drüber hinwegzusetzen und es besser zu wissen als der die Bitte stellt. So, dann nehmen wir jetzt Anna auseinander. Adam, Daddy, hier! Zack! Hey, denk mal an ihre Mama. Wer ist das? Das war noch was. Zweckmäßigkeit überdauert. Tja, das ist das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Alle fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. Oh. Das tut mir doch irgendwie leid. So. Er hat dich nicht. So, mit einer Lampe. Und noch ein wenig, ja.
Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. Das kommt schmarrer. Okay. Ja, wie gesagt, ich finde es aber schrecklich, wenn jemand Bitte stellt und man kümmert sich hier per Hauptquest rum und dann sagt man, nö, mach ich nicht. Ganz im Ernst, das ist ja kein Leben mehr. Und er wollte ja auch bewusst den Plan von Lamp durchkreuzen, indem er sich von jemand, der noch geistig bei Verstand ist und der generell noch zurechnungsfähig ist, dass er sich von ihm töten lässt. Und das durchkreuzt auch Lamps Plan. Und ich habe insofern auch Gewissensbisse, weil er es so haben wollte. Und ich richte mich einfach nur noch dem, was er wollte. Insofern, ich habe kein schlechtes Gewissen bei der Sache. Und die Little Sister wird jetzt auch nochmal gerettet. Dann haben wir nämlich auch alle drei Little Sister in dem Level. Danke. Bitteschön. Trophäe erhalten. Jede Little Sister getroffen. In Silber. Die Mädchen flüstern mir etwas zu, Vater. Sie haben dir ein Geschenk hinterlassen. Im Gatherer's Garden. Cool. Hol es dir. Und ich glaube, Big Sister kommt auch noch hinterher. Die Musik klingt zumindest stark genug. Stark genug, ja. Big Sister ist fast da. Mach dich bereit. Okay. Dann wird's wieder Zeit. Ah ne, Quatsch, das war... So kam ich nur dort hier. Big Sister ist hier. Dann kümmern wir uns dann mal mit dem warmen Empfang um Big Sister. Maximales Eve erhöht. Alter! Boah, alter Falter! Das war jetzt auch mal so effektiver wie lauter Kampf. Das war nicht schlecht. Und mein maximales E hat sich noch erhöht, weil ich gegen Big Sister, weil ich Big Sister nochmal erforscht habe. Das ist natürlich sehr geil. Sehr, sehr cool. Oh, da ist noch einer. Irgend so ein hässliches Pleißer hat sie noch überlebt. Na, komm schon her, du Widerling. Das ganze Magazin leer geballert. Okay. Ich finde es auch schön, wie sie das dreht hier. Ach ja. Nett verkehrt. Jetzt muss ich nur noch fort von hier. Und ich mache Don Cut, wo es auch wirklich passt. Um auch wieder in der Hauptstory weiterkommen. Die Alpha-Serie hätte ich vielleicht auch nochmal erforschen sollen. Wäre vielleicht auch verkehrt gewesen. So, da muss ich do wieder raus, wie es aussieht. Und es eignet sich doch perfekt hier an der Luftschleusesteuerung, um hier meinen Cut zu setzen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Und ich speichere jetzt auch hier direkt, weil meine Sitzung für heute auch wieder abgeschlossen ist. Also, machen's gut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Euer Yankee.